Ja, hallo zusammen, Martin Rief, der hier spricht. Es geht jetzt also in diesem Video um dieses unglaubliche Gerät, dieses kleine Ding, das wir an einen Schlüsselbund machen können oder irgendwo mitnehmen können oder liegen lassen können, das an jede Person im Umkreis von 100 Metern, welches ein Android-Telefon hat und auf Bluetooth gestellt ist, eine Nachricht sendet. Wir reden von Royalty Gem. Und es gibt diverse Videos auch auf meinem Kanal und auch andere Erklärungen, die genau aufzeigen, was dieses Gerät alles kann und was es vor allem für einen selbst tun kann. Einfach sensationell. Hier geht es jetzt darum, um die Registration. Und ich gehe jetzt hier mal auf meine persönliche Seite. Man sieht das hier oben, royalty-gem.ch. Und es ist wichtig, dass man sich natürlich dann dort einträgt bei der Person, die einem auch den Empfehlungslink gegeben hat. Aber jetzt diese Sache machen wir jetzt hier an diesem Beispiel über meine Seite. Und hier kann man über verschiedene Menüs dann auf dieses Registrierungsformular kommen. Es gibt zum Beispiel hier diesen Preise-Bestellung-Button oder ja, Link. Da kann man dann hier unten klicken. Hier können Sie die Royalty Gem direkt beim Hersteller bestellen. Oder man kann auch hier oben Partner werden klicken und kann dann hier unten auch wieder hier einen solchen Link klicken. Und kommt dann auf diese Seite, wo man sich registrieren kann. Ich gehe mal da rein, ich klicke also da drauf und so landet man hier dann auf dieser englischen Seite von der Firma und hier kann man hier oben klicken Order Now. Order Now und dann kommt dieses Formular. So, jetzt folgendermaßen hier oben ist vorgegeben ein Gem. Man sieht, es kostet 25 Dollar, also als Werbetool und vor allem, was es da für einen leisten kann, ist das sehr, sehr wenig. Ist im Prinzip also wirklich unglaublich günstig. Man kann hier natürlich mehrere bestellen. Man kann hier auf Plus gehen und dann die nächste Stufe sind 3 oder 8. Ich persönlich habe 3 bestellt. 49 Dollar. Warum 3? Weil ich möchte die verschieden programmieren. Also man kann jedes Gem einzeln programmieren mit einer Werbebotschaft, Maximum 40 Zeichen, plus eine Internetadresse, plus, wenn man möchte, eine Telefonnummer. Und da kann man sagen, okay, mir reicht eines. Eine Werbebotschaft, ein Gem, das ich bei mir habe zum Beispiel. Oder man kann sagen, nein, ich möchte 3 haben, da bin ich ein bisschen flexibler. Man kann zum Beispiel verschiedene Sprachen programmieren natürlich. Man kann zum Beispiel sagen, eines nehme ich in Englisch, eines nehme ich in Deutsch. Das dritte nehme ich einfach irgend so. Da habe ich dann eine spezielle Botschaft. Man kann, wie gesagt, wenn man verschiedene hat, auch verschiedene Botschaften programmieren. Und hat natürlich da einen viel größeren Effekt. Jetzt das Formular hier, First Name, ich mache jetzt das einfach mal vor mit einem quasi Fantasienamen, Hans Muster. Dann hier die Telefonnummer. Machen wir ein Plus für die Ländervorwahl. Dann vielleicht hat man ein Mobiltelefon und dann die entsprechende Nummer. Dann hier einfach wirklich auch sicherstellen, dass dieser Referral, dass das richtig ist. Also in meinem Fall Martin Rief müsste dann John Ball stehen. Und ja, da kann man natürlich da nichts ändern. Und jetzt die E-Mail-Adresse geben wir ein. Muster. John Ball. gmail.com kann man natürlich irgendeine Adresse nehmen und dann machen wir hier nochmal das gleiche. Man muss hier das bestätigen.
Dann hier ein Passwort. Hier steht, dass das Passwort also 8 Zeichen haben muss, eine Zahl, ein Großbuchstaben und ein Kleinbuchstaben. Also mindestens, muss man sagen, mindestens eine Zahl, ein Großbuchstaben, ein Kleinbuchstaben. Also gibt man hier einfach entsprechend das Passwort ein und bestätigt hier dann nochmal das Passwort. Hier unten Adresse ist klar. Machen wir mal Musterstraße 1. Dann Adressfeld 2 kann man wahrscheinlich in den meisten Fällen offen lassen. Dann hier ZIP, Postalcode heißt die Postleitzahl und hier bei City, ich mache jetzt hier halt Niederglatt bei mir jetzt, das Dorf oder die Stadt. Dann hier wählt man aus das Land. Ich nehme jetzt hier einmal als Beispiel Schweiz, Switzerland. So, da klicken wir unten so. Und dann hier auch der Kanton oder dann halt vielleicht bei Deutschland, wie heißt das? Ich weiß, was ich meine. Okay, also ich mache jetzt hier Zürich rein und fertig. Ich würde vorschlagen oder einfach empfehlen, keine Umlaute zu verwenden. Also zum Beispiel hier nicht Zürich, weil ich weiß aus anderen Fällen, dass eben diese Umlaute, gerade weil es hier ein englisches Formular ist oder aus den USA, dass die manchmal diese Umlaute nicht akzeptieren. Deshalb hier also Zürich für Zürich. So. Hier empfehle ich ein Yes zu machen. Hier geht es darum, möchte man dieses Gym eventuell auch jemandem weiterempfehlen. Und ich würde hier einfach mal Yes machen, auf jeden Fall. Kostet ja nichts, wenn man das macht. Kostet nicht mehr und nicht weniger. Also ich würde auf jeden Fall diese Option Ja machen. Und dann hier kann man, wenn man möchte, einen Nickname nennen. Also ich habe hier zum Beispiel auch schon mal genommen. So. Das kommt dann eben im Affiliate-Link oben vor. Hier sieht man das hier oben. Ich habe das so gemacht. Das ist also mein direkter Affiliate-Link, der direkt zu dieser Seite der Firma führt. Und da sieht man, ist dieses Jonval drin enthalten. Also das heißt, das, was man hier einträgt, hier in diesem Feld, kommt eben dann letztendlich auch hier oben wieder vor. So, dann geht man hier runter und jetzt geht es einfach nur noch darum, die Kreditkarte einzugeben. Der Name, der auf der Kreditkarte steht. Dann hier diese Nummer. Beispiel. Dann hier, der Expiration heißt Ablaufdatum. Ich gebe jetzt einfach mal hier ein 06/18 und hier kommt die dreistellige Ziffer, die hinten auf der Kreditkarte steht, Beispiel so. Dann hier unten, wahrscheinlich in den meisten Fällen ist die Lieferadresse gleich wie die Adresse, die eben hier oben eingegeben wurde. Ja, da kann man hier einen Haken machen, dann übernimmt gleich hier diese Daten. So, und das wäre es an und für sich. Jetzt sehen wir hier, ich habe jetzt hier eingegeben, also 3. Ich mache jetzt hier das mal als Beispiel zu 1 runter. Jetzt sieht man hier also $30 Activation Fee. Das heißt, diese Gems müssen aktiviert werden. Sobald diese gekauft wurden, werden diese aktiviert, damit die nachher auch von einem selber über das Backoffice programmiert werden können. Ich zeige das nachher gleich, wir gehen nachher gleich ins Backoffice rein in meines. Dann werden 2 Monate bezahlt, also der erste und der letzte werden zum Voraus bezahlt, respektive der letzte wird zum Voraus bezahlt. Wenn jemand aus irgendeinem Grund nicht zufrieden ist, kann er diese Gems zurückschicken und dann ist die Sache erledigt, weil der letzte Monat schon bezahlt ist.
Dann es gibt eine Shipping-Fee, also $30, wie sagt man, Lieferkosten. Und das heißt hier jetzt in diesem Fall bei einem Gem $110, nachher jeden Monat $25. Schalte ich jetzt hier auf drei Gems, dann sieht man, kostet das $158 und dann einfach jeden Monat $49. Das wäre es soweit. Man kann dann hier auf Submit klicken. Ich klicke jetzt hier natürlich nicht drauf, Submit, und dann ist die Sache durch und bestellt. Was gibt es hier noch zu sagen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube nichts mehr. Es ist alles gemacht. Wenn man das dann geschickt hat, bekommt man ein E-Mail, ein Bestätigungs-E-Mail, und kann dann in sein Backoffice reingehen. Das mache ich jetzt gleich einmal. Und gehe da rein. Bin gerade vorhin drin gewesen, darum ist das noch offen. Normalerweise muss man da natürlich Passwort eingeben. Und was sehen wir jetzt hier? Hier haben wir diese drei Gems, die ich bestellt habe. Nach ungefähr 2 Tagen bekommt man ein Mail, dass diese Gems aktiviert sind, und kann danach diese auch bereits programmieren, auch wenn man diese noch nicht in den Händen hat. Der Versand geht ungefähr 7 Tage. Also ich habe jetzt gestern war, muss ich da selber schauen, wann habe ich denn das gemacht? Ich habe das am 18. Juli 2017 bestellt. Und morgen ist der 26. Juli und morgen werden diese geliefert. Das heißt, jetzt 8 Tage, ist auch noch ein Wochenende dazwischen, ist klar. Also so ungefähr, sagen wir mal 7 bis 10 Tage, dann hat man die in den Händen. Und man kann aber vorher, wenn man möchte, schon hier draufklicken, Actions. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kann man hier eingeben, diese 40 Zeilen Werbenachricht, und hier dann die Internetadresse HTTPS gesichert. Es ist hier zu empfehlen, das ist sicher sinnvoll, wenn man einen Facebook-Post macht und hier verlinkt, weil wenn dann derjenige seine Meldung bekommt, beziehungsweise seine Nachricht auf sein Handy, dann erscheint eben auf dem Handy das Zeichen von Facebook, das kennt jeder, und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann da auch draufklickt und schaut, ja, was schickt denn mir da Facebook jetzt, was kommt da von Facebook her, ist eben sehr, sehr hoch. Also, das hier zu diesem Thema, was gibt es hier noch zu sagen? Hier oben, wenn man hier dann draufklickt, wenn man Affiliate angeklickt hat auf Ja, kann man hier auf diesen Link klicken. Wenn ich das hier mache, dann kommen eben hier diese Links, die man dann selber braucht, um das Gem auch jemandem anderen weiter zu empfehlen. Da kommt man auf die Internetseite mit diesem Link hier unten dann direkt auf dieses Bestellformular, wo wir jetzt vorher waren. So, das zu diesem Thema Registratur, und ich bin total begeistert. Das wird eine unglaubliche Sache werden mit diesem Gem. Und je früher, dass man so etwas hat in den Händen, desto besser. Und ich wünsche euch allen viel, viel Erfolg damit. Alles Gute, Martin Rief. Tschüss.